Manchmal, wenn ich vor Menschen spreche, die nicht von ihrer Herkunft her Englisch sprechen, dann empfinde ich mehr Stolz, Selbstbewusstsein, in meinem gebrochenen Englisch zu reden. Mein Englisch ist sehr armselig, ich habe keine Grammatik, kenne auch wenig Vokabeln. Und dazu das Schlimmste, während ich selber älter werde, habe ich das Gefühl, dass auch mein Englisch älter wird. Wir sind alle als Menschen gleich, was unsere Emotionen anbetrifft, was unser Geist anbetrifft. Und deshalb denke ich, dass einige der Erfahrungen, die ich selbst in meinem Leben gemacht habe und mache, auch mit Ihnen gleich sein können. Und ich denke deshalb, dass einige meiner Gedanken und meiner Sichtweise zum Leben, darum Probleme anzugehen und zu lösen, auch für Sie hilfreich sein könnten. Daraus entwächst mir ein Enthusiasmus, eine Begeisterung, der Wunsch, diese Gedanken mit Ihnen zu teilen und sie Ihnen anzubieten. Es wäre falsch, wenn Sie meinten, vom Dalai Lamas Mund käme etwas Besonderes, das plötzlich quasi zu einer Umformung bei Ihnen beitragen oder führen könnte. I have nothing to say that. Solche Erwartungen zu hegen, wäre ganz falsch. What is purpose of our life? Was ist der Sinn oder der Zweck, das Ziel unseres Lebens? Meiner Überzeugung nach ist es, Glück zu erreichen. Der Grund ist, unser Leben selbst, unsere Existenz, basiert auf unserer Hoffnung, auf unserer Willenskraft. Diese sind sehr positiv, sind sehr wichtig im Leben. Wenn wir einmal unsere Hoffnung, unsere Willenskraft verloren haben, dann wird unsere Existenz, unser Leben selbst dadurch geschädigt. Es kann bis zu Tragödien von Selbstmord und anderem kommen. Deshalb denke ich, dass der Sinn, der Zweck unseres Lebens darin besteht, nach Glück und nach Zufriedenheit, nach einem erfüllten Leben zu streben. Geld oder Macht oder Güter, angenehme Umstände, Freunde, die ohne Zweifel Ursachen und Umstände dafür bieten, dass wir Glück und Freude erlangen, ein angenehmes Leben führen. Doch meiner Überzeugung nach ist die Hauptursache für Glück und Zufriedenheit der Frieden des Geistes. Wenn andernfalls eine Person inneren Frieden des Geistes nicht entwickelt hat, dann kann sie selbst in den angenehmsten äußeren Umständen leben und wird doch nicht glücklich und zufrieden sein. Wie können wir einen solchen Frieden, eine solche Ausgeglichenheit des Geistes erreichen? Gewöhnlich empfehlen die Menschen verschiedene Methoden, sei es einfach Urlaub, Picknick, sich auszuruhen oder seien es bestimmte Meditationsarten, die nur darin bestehen, dass man die Gedanken zurückzieht und nicht weiter mit dem Problem beschäftigt. Aber der Effekt kann doch nur begrenzt sein. Deshalb denke ich, der rechte Weg ist, ein Frieden des Geistes zu finden, ist Selbstvertrauen zu stärken. Dazu ist es nötig, dass man eine Bewusstheit, eine Erkenntnis der Natur unserer Probleme entwickelt. Aus dieser Erkenntnis heraus, aus dieser Einsicht heraus, kann echte Ausgeglichenheit und Frieden des Geistes entstehen. Wenn wir unsere Gedanken einfach abziehen und verdrängen, die Probleme, die wir haben, so können wir keine echte Ausgeglichenheit entwickeln. Sobald sie nach dieser sogenannten Meditation, wir wieder im täglichen Leben mit den Problemen konfrontiert sind, dann wird diese Ausgeglichenheit gleich wieder vergehen. Wenn wir aber unsere Vorgehensweise auf einer echten Erkenntnis und tieferen Einsicht in die Situation, in die Problematik entwickeln,
dann entwickelt sich eine echte, stabile Ausgeglichenheit und ein Frieden des Geistes. While you are dealing with the problem, that problem cannot disturb your peace of mind. Aus den genannten Gründen ist es sehr wichtig, dass wir Mittel anwenden, um unser Selbstvertrauen zu stärken. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dies geschieht dann, wenn wir versuchen, die Dinge mit einem offeneren, mit einem mitfühlenderen Herzen anzugehen. Offenheit, ein mitfühlendes Herz sind wunderbare Mittel, um Frieden und Ausgeglichenheit des Geistes zu erreichen. Untersuchen Sie das einmal bei sich selbst, wenn Sie irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme erleben. As soon as a moment you think about me. Wenn Sie nur an sich selbst denken, ich erlebe diese Probleme, dann erscheinen sie sehr groß und sehr bedrückend und schier unlösbar. Wenn wir aber den Blick wegrichten von uns selbst und auf die anderen, mehr Sorge haben um andere, dann werden unsere eigenen Probleme kleiner und wir können besser an Lösungen gehen. Dadurch kommt innere Stärke und kommt Selbstvertrauen in unserem Geist auf und wir können die eigenen Probleme gelassener angehen. Andernfalls, wenn wir versuchen, Probleme zu lösen oder reagieren auf Probleme, auf Schwierigkeiten mit Ärger, Wut, Feindseligkeit und so weiter, so hat es sehr negative Folgen. Zuerst einmal werden wir den eigenen Frieden des Geistes zerstören. Wir erleben Unsicherheit, wir erleben Angst, Frustration tief in unserem eigenen Geist. Was sich daraus ergibt, durch diese Angst, diese Frustration, wird die Urteilskraft, die Intelligenz in unserem Geist, dieser Teil des Gehirns, der uns diese wunderbare Intelligenz verschafft, quasi gestoppt. Daraus folgt, dass wir die Probleme nicht korrekt lösen können, weil unsere Urteilskraft verschwunden ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine mitfühlende Haltung, eine offene Haltung entwickeln. Und diese Geisteshaltung ist sehr wertvoll, um Frieden des Geistes zu erreichen.